Hallo, du hast dich für eine Overlock von Gritzner entschieden, für die Gritzner 788 und bist jetzt wahrscheinlich ganz gespannt, was du mit deiner tollen neuen Maschine alles anstellen kannst. Ich bin Manu von Curlys und beschäftige mich seit eigentlich 20 Jahren mit wenig anderem außer Overlock-Maschinen und Cover-Maschinen. Ich gebe Kurse im ganzen Land zwischen Hamburg und Zürich und seit einigen Jahren gibt es auch die Curlys-Videos. Das Besondere an den Curlys-Videos ist, dass ich natürlich die ganzen Fragen und Themen, die in den Kursen aufkommen, mit in den Videos aufgreife, dass du alles ganz genau siehst, so als würdest du im realen Kurs neben mir stehen und wir blenden nicht ab, wenn es schwierig wird, sondern halten noch extra drauf, denn genau die Dinge, die uns hier beim Drehen passieren oder natürlich auch beim privaten Nähen, passieren dir natürlich auch zu Hause. Ich begleite dich einmal durch deine komplette Maschine, das heißt, wir schauen, wie du sie genau ein- und umfädelst, wir schauen auf das Thema Nadeln und Garn, wir schauen darauf, welche Nähte du machen kannst und starten tun wir mit dem mitgelieferten Zubehör. In deinem Karton hast du zum einen eine Bedienungsanleitung gefunden. Diese Bedienungsanleitung ist wichtig, weil du da immer auf die Schnelle alles Wissenswerte findest und einfach mal eben nachschlagen kannst. Auch wenn du irgendwie zum Nähtreffen fährst oder zu einer Freundin, pack einfach die Bedienungsanleitung mit ein, dann kannst du sicher gehen, dass du jede Kleinigkeit auf jeden Fall gelöst und eingestellt bekommst. Dann hast du in deinem Zubehör eine Pinzette. Die ist dir behilflich, vor allem beim Einfädeln. Du hast diesen kleinen Imbusschlüssel, den du brauchst, um die Nadeln ein- und auszusetzen, rauszuholen. Dann hast du den Schraubenzieher, den du benötigst, um die Stichplatte zu lösen, wenn du darunter säubern möchtest. Du hast den Pinsel, um alles auszupinseln. Der ist aber auch behilflich, wenn es darum geht, die Nadeln einzusetzen. Den kleinen Konverter hier, der war in einer Plastikhülle, den benötigst du immer dann, wenn du ohne den Obergreifer eine Naht machen möchtest, zum Beispiel für zweifädige Nähte. Dann hast du Maschinenöl. Maschinenöl für Nähmaschinen und Overlocker ist besonders leicht flüssig, ein bisschen dünner. Und das fließt einfach ganz genau dahin, wo es hin soll. Benutz also bitte wirklich nur das und kein anderes Öl. Dann hast du hier diese Garnrollenstopper, die du immer dann auf deine Garnrollen machst, wenn sie zu leicht sind und die Gefahr besteht, dass sie während des Nähens nach oben hüpfen. Du hast hier den Abfallbehälter, den du vorne an deine Maschine klickst, damit die ganzen Abfälle und Abschnitte da reinfliegen können. Garnrollennetze, die benötigst du immer dann, wenn deine Kone vielleicht schon etwas leerer ist oder ein bisschen locker gewickelt. Die sind dafür da, um das Garn an der Kone zu halten, damit es nicht runterfällt und von unten vielleicht an deiner Kone hängen bleibt. Dann haben wir hier das Stromkabel und dein Fußpedal zusammen verbunden. Eine Abdeckhaube, ein Staubschutz, mit dem du deine Maschine vor Staub schützen kannst, wenn du sie nicht benutzt. Und dann waren ebenfalls in deiner Maschine dabei 5 kleine Füßchen. Dies hier ist der Blindstichfuß, daneben der Paillettenfuß, der Elastikfuß, der Biesenfuß und ganz am Rand der Kräuselfuß. Außerdem lag deiner Maschine im Zubehör ein kleines Päckchen Nadeln bei. Und mit der Frage der Nadeln starten wir jetzt als allererstes. Bei Auslieferungen sind in deiner Maschine Webware-Nadeln eingesetzt. Das heißt, wenn dein erstes Projekt aus Webware besteht, dann kannst du die Nadeln einfach drinnen lassen und könntest quasi direkt losnähen. Wenn dein erstes Projekt aber aus einer Maschenware besteht, musst du die Nadeln ändern. Warum solltest du die Nadeln ändern? Weil, wenn du mit Webware-Nadeln Maschenware nähst, dann hast du kleine Löcher an den Einstichen und im Laufe der Zeit, spätestens nach der ersten oder zweiten Wäsche, sieht man diese Löcher sehr deutlich. Der Unterschied zwischen Webware- und Maschenware-Nadeln liegt in der Spitze. Die Spitze der Webware-Nadeln ist spitz, die Spitze der Maschenware-Nadeln ist leicht abgerundet. Wie beim Stricken werden da die Maschen einfach verdrängt. Das bedeutet, du kannst in deine Maschine die Nadeln reinsetzen, die du auch auf deiner Nähmaschine benutzt. Denn die Nadeln, die jetzt drin sind, sind Universalnadeln. Wenn du eine dünne Seide nähen möchtest oder ein Batist oder ein Organza, könntest du in deiner Maschine auch Mikrotex-Nadeln benutzen. Aber immer dann, wenn du Maschenware benutzt, musst du entweder die mitgelieferten HA-Nadeln reinsetzen oder eben Jersey- oder Superstretch-Nadeln. Was ist der Unterschied zwischen den HA-Nadeln und Jersey-Nadeln? Die HA-Nadeln haben einfach ein etwas größeres Öhr und sind somit einen ganz kleinen Tick leichter einzufädeln.
Außerdem musst du, egal bei welchem Projekt du bist, immer darauf achten, dass du die richtige Nadelstärke eingesetzt hast. Denn auch die falsche Nadelstärke kann dir deine Naht kaputt machen, genau wie die falsche Nadelart. Hast du eine falsche Nadelart und eine falsche Nadelstärke in deiner Maschine fürs Projekt, kannst du deine Maschine so super bedienen, wie du möchtest. Du wirst keine saubere Naht hinbekommen. Deswegen achte auf die Art und achte auf die Stärke. Je größer die Zahl ist, desto dicker ist die Nadel. Das heißt, eine 70er Nadel ist deutlich dünner als eine 90er Nadel. Als allerletztes zu den Nadeln noch kurz gesagt, wenn du sehr dünne Nadeln benutzt, zum Beispiel 70er Mikrotex für Organza, dann empfiehlt es sich, mit der Maschine wirklich langsam zu nähen, weil die Maschine rattert ja sehr schnell und wenn du ganz schnell nähst, dann fliegen die Nadeln so ein kleines bisschen hin und her und da ist die Gefahr einfach sehr hoch, dass dir eine Nadel abbricht. Wir wechseln jetzt gleich die Nadeln, bevor wir einfädeln, von den eingesetzten Webwarennadeln auf die mitgelieferten HA80er Nadeln. Bevor wir aber das machen, schauen wir erstmal, wofür die ganzen Knöpfe und Häkchen und Hebelchen an deiner Maschine eigentlich ganz genau sind. Wir starten mit den Dingen, die du hier links an deiner Maschine hast. Hier hinten ist dein Differential. Als Differential bezeichnet man kein kleines Ersatzteil oder irgendwas, was der Mechaniker ein- und ausbauen kann, sondern als Differential bezeichnet man die Möglichkeit, deinen vorderen Transporteur und deinen hinteren Transporteur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen lassen zu können. Differenziert. Wenn dein Differential auf 1 steht, dann hast du gleichmäßigen Transport, das heißt genauso schnell wie der Stoff vorne unter dem Fuß mit dem Transporteur nach hinten transportiert wird, genauso schnell wird er auch hinten von dem Transporteur abgenommen. Aber manchmal passiert es ja, dass ein Stoff zum Beispiel gewellt rauskommt. Stoffe, die gewellt rauskommen, die aber nicht gewellt sein sollen, würde man, wenn sie auf dem Tisch liegen, eigentlich gerne so ein bisschen zusammenschieben und platt drücken. Genau für solche Situationen hast du den Differential. Du gehst in den oberen Bereich des Differentials und je weiter du nach oben kommst, desto mehr wird dein Stoff zusammengeschoben. Das bedeutet, der Welle wird zwischen Fuß und Transporteur entgegengewirkt und dein Stoff kommt ganz glatt hinten raus. Je weiter du hier in den oberen Bereich gehst, desto stärker wird dein Stoff zusammengeschoben und daraus ergibt sich schon, dass du im Differential 2 hervorragend kräuseln kannst. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn du in den unteren Bereich des Differentials gehst. Manchmal vernäht man diese ganz dünnen Stoffe, Seide, Organza und Batist, und die kommen aus der Maschine raus und man sieht sie so liegen und möchte sie eigentlich so ein bisschen in die Länge ziehen, weil sie so ein bisschen zusammengekrisselt sind. Dafür nimmst du den Differential im unteren Bereich. Im unteren Bereich wird dein Stoff so ein bisschen nach hinten aus der Maschine rausgezogen, wird quasi schon unter der Maschine gestrafft und das Ergebnis, was dann am Ende hinten rauskommt, ist wirklich wunderbar glatt. Hiermit regulierst du deine Stichlänge. Als Grundregel kannst du dir merken, je gröber dein Stoff ist, desto länger darf dein Stich sein und je feiner dein Stoff ist, desto kürzer darf dein Stich sein. Man würde ja keine Seide mit einer Stichlänge von 4 vernähen und man würde keinen Jeans mit einer Stichlänge von 1 vernähen. Hier siehst du einmal ein Beispiel mit einer sehr engen Stichlänge und hier hast du ein Beispiel mit einer sehr langen Stichlänge. Mit diesem Hebel schaltest du dein Messer zu oder weg. Hier ist es zugeschaltet, da liegt es ebenbündig mit der Stichplatte und wird quasi nicht benutzt. Wenn du es wegschaltest, fällt es nicht sofort runter, sondern du musst es mit dem Finger nach unten drücken. Wenn du es wieder zuschaltest, dann kommt es in dem nächsten Stich, den du nähst, automatisch mit hoch. Es gibt nur sehr wenige Situationen, wo man das Messer wegklappen sollte. Die Gefahr, wenn man ohne Messer näht, ist immer, dass man mit seinem Stoffstück über die Messerkante hinaus den Stoff gelegt hat. Und je weiter dein vielleicht dicker Stoff über die Messerkante, über die eigentliche Schnittkante hinaus das Messer überdeckt, desto größer ist die Gefahr, dass dir die Greifer abbrechen, weil die Garnabgabe einfach darauf bemessen ist, um deine Schnittkante eine saubere Naht rumzulegen. Wenn du jetzt vor allem mit dicken Stoffen zu weit nach rechts wegkommst, ist tatsächlich die Gefahr, dass dir die Greifer kaputt gehen.
Hier vorne hast du dein Stichbreitenrad. Mit dem Stichbreitenrad regulierst du den Abstand deiner Messerschnittkante zu deinen eingesetzten Nadeln. Dreh das mal von rechts nach links und von links nach rechts und dann siehst du, wie dein Messer sich zu den Nadeln hinbewegt und von den Nadeln weg. Auch hier würde ich als Grundregel empfehlen, je gröber dein Stoff, desto breiter darf dein Stich sein und je feiner dein Stoff, desto schmaler darf dein Stich sein. Hier siehst du ein Beispiel mit einer schmalen Naht und hier ein Beispiel mit einer breiten Naht. Dieses Ganze zusammengefasst würde bedeuten, dass du zum Beispiel ein Jeans mit einem breiten Stich und mit einem langen Stich nähen kannst, während du eine Seide oder ein Organza mit einem schmalen Stich und einem engeren Stich nähst. Schauen wir jetzt ein bisschen weiter oben auf dieselbe Seite der Maschine. Dann haben wir hier den Nähfußlifter, mit dem du den Nähfuß hoch und runter machst. Und wir haben hier hinten ein kleines Knöpfchen. Und wenn dein Nähfuß oben ist, dann kannst du auf den Knopf drücken und dann fällt dein Nähfuß nach unten. Das ist eine perfekte Möglichkeit, um den Fuß abzumachen. Ich persönlich fädel eigentlich all meine Maschinen immer am liebsten mit Nähfuß ab ein, weil man dann einfach an den Nadeln und auch rund um das Messer die allerbeste Sicht hat auf das Einfädelgeschehen und man muss mit seinen Fäden kein Slalom um Messer, Fuß und Stichplatte machen, sondern kann die Fäden ganz einfach zur Seite legen, nach hinten wegholen und macht am Ende den Fuß einfach wieder dran. Wenn du den Nähfuß jetzt zur Seite wegmachen möchtest, ziehst du ihn einfach nach links weg. Wenn du ihn wieder anbringen willst, dann bringst du ihn hier nach vorne, legst ihn mit dem kleinen Steg genau unter die Fußhalterung, machst deinen Nähfuß nach unten und dann schnappt der in der Regel sofort ein. Wenn er das nicht tut, drückst du einmal hier hinten auf diesen kleinen Knopf und dann rastet er sofort ein. Und als letztes haben wir hier an dieser Seite der Maschine noch deinen Freiarm, den du nutzen kannst, wenn du einfach nicht nach hinten wegnähen möchtest, sondern einfach vorne bleiben und einfach immer nur in kleinen Stücken weiterschieben. Schauen wir jetzt auf die rechte Seite deiner Maschine, dann finden wir da drei Möglichkeiten, wo du Einfluss nehmen kannst. Zum einen ist es hier dein Anschalteknopf und dahinter dein Stromkabel bzw. dein Fußpedal. Bei der Gritzner gilt es zu beachten, dass die in dem Moment, wo du sie anschaltest, sofort losnähen würde, in dem Moment, wenn du auf das Fußpedal trittst. Das bedeutet für dich in der Praxis, wenn du aus Versehen auf das Pedal kommst, gehen die Nadeln los. Das heißt, die Maschine startet zu nähen. Deswegen der Tipp, immer wenn du die Nadeln wechselst, immer wenn du hier vorne an den Nadeln mit den Fingern rummachst, dann kann ich dir nur empfehlen, mach die Maschine aus, denn es passiert tatsächlich relativ schnell, dass man aus Versehen mal auf den Fußanlasser draufkommt. Mit geöffneter Frontklappe kann die Gritzner nicht losnähen. Hier an der Seite ist nämlich ein kleiner Sicherheitsschalter verbaut und in dem Moment, wo die Klappe auf ist, kannst du mit dem Fußpedal die Maschine nicht zum Laufen bringen. Außerdem hast du hier an der rechten Seite deinen Spannungsauslöseknopf. Und wenn wir beginnen damit, uns über den Spannungsauslöseknopf zu unterhalten, dann sind wir eigentlich direkt schon mal kurz ins Thema Fadenspannung reingerutscht. Denn Fadenspannung funktioniert so, wenn du die Fadenspannung auf 9 eingestellt hast, dann drücken deine Spannungsplättchen ganz stark aufeinander. Nimm mal einen Faden, leg den zwischen deine Finger, drück ganz doll zusammen, zieh hier vorne, dann wirst du merken, dass der Faden nur sehr schwer von den Fingern rauszuziehen ist. Bei der Fadenspannung 0 sind die Platten nicht komplett geöffnet, so dass du den Faden rausziehen kannst, sondern die berühren sich immer noch leicht. Bei der Gritzner hast du keine Spannungsauslösung, wenn du den Nähfuß nach oben machst. Bei der Gritzner hast du erst dann eine Spannungsauslösung, wenn du hier den Spannungsauslöseknopf reindrückst. Erst dann gehen deine Spannungsplatten komplett auseinander und der Faden kann beim Einfädeln dazwischen rutschen oder der Faden kann beim Ausfädeln einfach rausgezogen werden. Das heißt, deine Fäden kannst du am einfachsten bewegen, manuell, wenn du hier auf diesen Knopf drückst. Außerdem hast du an deiner rechten Seite natürlich auch noch dein Handrad, das sich zu dir hindreht, wenn die Maschine läuft. Schauen wir jetzt, was du eigentlich alles im Inneren deiner Maschine findest. Wir haben zwei fest angebrachte Greifer. Das eine ist der Obergreifer, das ist dieser hier.
Im Nahtverlauf ist der Obergreifer entweder über der Stichplatte oder daneben, er ist aber niederunter. Das hier ist dein Untergreifer. Der Untergreifer ist im Nahtverlauf entweder unter der Stichplatte oder daneben, er ist aber nie darüber. Wofür ist das ganz genau wichtig zu wissen? Irgendwann im Laufe deines Nählebens, wahrscheinlich eher früher als später, wirst du an die Situation kommen, dass du einzelne Fäden nachregulieren musst. Und dann ist es sehr wichtig, dass du ganz genau weißt, welcher Faden eigentlich in deiner Naht von wo kommt. Ist das ein Greiferfaden? Ist das ein Nadelfaden? Und wenn es ein Greifer ist, ist es der Ober- oder der Untergreifer? Wenn du aber weißt, dass dein Obergreifer immer oben ist und dein Untergreifer immer unten ist und du schaust auf deine Nadeln gehen in den Stoff, werden von Ober- und Untergreifer verschlungen, kommen wieder hoch, der Transporteur transportiert deinen Stoff nach hinten und die Nadeln stechen wieder ein. Das bedeutet, dass deine Nadelfäden immer oben liegen. Und da wir ja gerade geschaut haben und der Obergreifer immer oben ist oder neben der Stichplatte, schauen wir jetzt hier auf eine Naht und dann sehen wir ganz genau, dass wir im Gegensatz zu dieser Seite auf der Seite zwei Nadelfäden haben. Also muss das deine Oberseite sein. Wenn wir jetzt wissen durch die Nadelfäden, was deine Oberseite ist, dann ist natürlich ganz logisch, dass das hier dein Obergreifer ist und das andere dein Untergreifer. Wenn du nur mit einer Nadel nähst, kann man sich das auch noch anders merken. Dein Untergreifer macht dir nämlich Buchstaben, entweder Ys oder Vs. Dann hast du an deiner Maschine zwei Messer. Einmal das bewegliche Obermesser und das unbewegliche Untermesser. Durch die Bewegung des Obermessers am unbeweglichen Untermesser runter ergibt sich wie eine Art Scherenfunktion. Wenn du aus Versehen über eine Nadel nähen solltest, dann ist es eigentlich in 90% der Fälle so, dass dein Obermesser eine kleine Kante hat und dann hast du keine richtig saubere Naht mehr. Wenn es ganz doof läuft, dann muss auch dein Untermesser getauscht werden. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, Stecknadeln bei der Overlock möglichst sein zu lassen, solange bis du richtig sicher bist und bis dahin die Clips zu verwenden. Deine Messerbreite, darüber haben wir ja schon gesprochen, regulierst du mit deinem Stichbreiteneinstellrad. Dann hast du hier vorne noch deinen Finger. Ich sage dazu tatsächlich ganz gerne Rollsaumfinger oder Stichbreitenfinger. Deinen Rollsaumfinger regulierst du mit diesem kleinen weißen Haken hier. Wenn du auf N bist, ist dein Stichbreitenfinger nach vorne geklappt. Wenn du auf R gehst, ist dein Stichbreitenfinger zurückgezogen. Wofür ganz genau ist dein Stichbreitenfinger? Stell dir vor, das hier sind deine beiden Greifer, Obergreifer, Untergreifer und dazwischen sitzt dein Stichbreitenfinger. Deine Maschine gibt dir das Garn ab und durch den Stichbreitenfinger, der nach vorne geschoben ist, wird deine Naht stabilisiert und kann sich sauber um die Kante legen. Wird jetzt der Stichbreitenfinger zurückgezogen und du würdest die Fadenspannung ein bisschen erhöhen, könnte zum Beispiel der Stoff um die Kante gezogen werden, weil der Stabilisator in der Naht fehlt. Das erklärt auch schon, warum hier vorne ein kleines R und ein N steht. R steht nämlich für Rollsaum. Und immer wenn du den Rollsaum machen möchtest, ziehst du deinen Stichbreitenfinger nach hinten, dann kann in Verbindung mit einer Erhöhung der Fadenspannung dein Stoff umgelegt werden bzw. der umgelegte Rollsaum entstehen. Und last but not least haben wir jetzt hier oben noch den Nähfußdruck, mit dem du regulieren kannst, wie stark dein Fuß auf deinen Stoff drückt und gemeinsam den Stoff mit dem Transporteur nach hinten wegtransportiert wird. Je gröber dein Stoff ist, desto stärker darf dein Nähfußdruck eingestellt sein und je weicher und feiner und zarter dein Stoff ist, desto lockerer kannst du ihn machen. Erhöhen tust du ihn, indem du ihn im Uhrzeigersinn nach hinten drehst, nach rechts und wenn du ihn nach links drehst gegen den Uhrzeigersinn, verringerst du den Nähfußdruck. Nach dieser ganzen Theorie, die aber wirklich wichtig ist, um eben mit den unterschiedlichsten Materialien auch klarkommen zu können, wenden wir uns jetzt dem Einfädeln zu. Beim Einfädeln ist ganz wichtig, dass auf jeden Fall der Galgen komplett ausgezogen ist und da wir ja die Fäden einmal wechseln wollen, sowie auch gleich die Nadeln, schneiden wir als erstes hier vorne
Vordervorspannung, die Fäden einmal ab. Das, was wir hier vorne haben, das nennt sich Vorspannung. Hier hinten, das ist deine Vorspannung. Hier hast du deine Spannungsrädchen. Um jetzt deine Fäden aus der Maschine rauszubekommen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Leider höre ich ganz häufig, dass die Näher den Tipp bekommen, einfach leer zu nähen, also einfach Gas zu geben. Das impliziert aber, dass dein Nähfuß leer auf dem Transporteur schrabt. Und je häufiger er das tut, desto mehr graben sich die kleinen Transporteurzähnchen unten an deinen Fuß und hinterlassen da im Zeitablauf einfach richtig tiefe Riefen, die es irgendwann recht schwierig machen könnten, vor allem feine Stoffe zu vernähen. Davon würde ich dir also unbedingt abraten. Manchmal bekommen die auch den Tipp, dass der Nähfuß oben sein soll und man einfach hinten die Fadenkette festhält, dann Gas gibt und so quasi die Kette nach hinten rauszieht. Auch damit habe ich in den Kursen schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Damen häufig die Kette einfach nur festhalten und nicht ziehen. Dann näht die Maschine auf der Stelle und man hat hinterher tatsächlich ein fast unlösbares Fadengewirr. Deswegen mache ich es immer anders. Du machst deine Maschine auf und jetzt erinnern wir uns, dass die Gritzner ja keine Spannungsauslösung hat, wenn du den Nähfuß hochmachst, sondern sie hat die Spannungsauslösung, wenn du hier an der Seite auf diesen Knopf drückst. Du nimmst dir also eine Pinzette, drückst hier auf den Knopf und gehst hier direkt hinter die Spannung, also da, wo die Fäden rauskommen, hier unten, da gehst du hin und ziehst dir die beiden Fäden der Greifer nach vorne und ziehst dir hier in diesem runden Verlauf, ziehst dir da die beiden Fäden der Nadeln nach vorne. Wenn es um die Frage geht, wie hier deine Spannungen sind, dann hast du hier deine linke Nadel, da deine rechte Nadel, hier den Obergreifer und da den Untergreifer. Wir haben also zuerst die beiden Greifer aus der Maschine gezogen und dann die beiden Nadeln. Jetzt kannst du einfach deine Fadenkette hier hinten anfassen und wenn du nicht so wie ich jetzt hier einfach schon glatt nach hinten ziehen kannst, dann nimmst du dein Handrad, also wenn du da noch eine Verkettelung hast, dann nimmst du dein Handrad, drehst es nach vorne und zwar so weit, bis deine Nadeln schon wieder auf dem Weg nach oben sind. In dem Moment, wo die schon wieder auf dem Weg nach oben sind, drehst du das Handrad zurück und kurz bevor die Nadeln ganz oben sind, kannst du die Fäden einfach glatt nach hinten rausziehen. Manchmal ist es so, dass die Fäden sich noch ein bisschen verhaken an den Kettelzungen, dann machst du einfach dasselbe nochmal. Spätestens nach dem zweiten Mal hast du alle Fäden in der Hand und kannst sie einfach nach hinten ziehen. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall auf 12 Uhr ziehst und nicht seitlich raus. Das ist genau wie bei der Cover auch immer schön nach hinten ziehen. Und niemals nach links. Um jetzt die Nadeln zu tauschen, das machen wir nämlich bevor wir die Fäden verändern, machen wir erstmal den Nähfuß ab, damit wir hier vorne am Fuß einfach deutlich besser sehen. Dann drehst du dir das Handrad so, dass dein Greifer vor den Nadeln verschwindet und du freien Zugriff auf die Nadeln hast. Dann nimmst du deinen kleinen Pinsel, der hier an der Seite das Loch hat, und spiegst es dir von unten in die Nadel. Damit erreichst du, dass deine Nadeln, wenn du sie gleich gelöst hast, nicht nach unten in der Stichplatte verschwinden. Und dann nimmst du deinen Imbusschlüssel und löst oben deine Nadeln raus. Und genau so setzt du die Nadeln dann auch wieder ein. Du musst darauf achten, dass der Flachkolben von dir wegzeigt, also nach hinten zur Maschine, gehst als erstes unten in die Stichplatte mit der Nadel und fährst dann gerade nach oben. Dabei musst du unbedingt darauf achten, dass beide Nadeln ganz oben sind. Ich mache es ganz gerne so, dass ich danach beide Nadeln mit den Fingern nochmal festhalte, beide anlöse, ganz nach oben schiebe und dann richtig festdrehe. Nachdem wir die Maschine jetzt leer gemacht haben und die Nadeln gewechselt sind, kommen wir jetzt endlich zum Einfädeln. Wir nehmen die mitgelieferten Garne von der Maschine runter. Und wenn du mit diesen ganz großen Overlock-Konen arbeiten möchtest, dann könntest du die jetzt einfach oben drauf stellen, diese kleinen Hütchen drauf lassen, denn mit den Hütchen haben die großen Konen einen wirklich guten Halt.
Aber wir wollen mit den kleineren Kuhen arbeiten und wenn du die kleineren Kuhen auf diese Hütchen stellst, dann flattern die hin und her, die haben gar nicht so einen richtigen Halt. Deswegen nehmen wir jetzt die Hütchen von der Maschine runter. Da hast du auch gleich was gesehen, was dir natürlich zu Hause auch passiert. Wenn du die großen Kuhnen runternimmst, passiert es manchmal, dass diese Hütchen in den Kuhnen einfach hängen bleiben. Wenn die nicht so richtig rausgehen, dann fährst du einfach mit einer Pinzette von oben rein. Und dann kommen die unten rausgeschossen. Die Kleinkuhn setzt du einfach jetzt so ohne die Hütchen auf die Maschine. Und da wir ja jetzt mit den kleineren Kuhnen arbeiten, kannst du von oben die Garnrollenstopper auf die Halterung machen. Beim Einfädeln musst du darauf achten, dass du zuerst den Obergreifer einfädelst, dann den Untergreifer, dann die linke Nadel und dann die rechte Nadel. Als erstes geht der Faden hier vorne in die Vorspannung. Dann lässt du ihn hier unten runterlaufen. Wenn der Faden von hier oben rauskommt, kannst du dich im Prinzip an den Punkten orientieren. Du musst mit deinem Obergreiferfaden immer durch die grün-blauen Punktmarkierungen durchgehen. Das heißt hier bei diesem natürlich nur durch den oberen. Dann ziehst du den Faden hier oben drüber und gehst dann durch den Obergreifer. Als nächstes kommt dein Untergreifer. Auch der Untergreifer muss natürlich hier hinten in die Vorspannung, läuft dann hier oben durch und kommt hier unten raus. Mit deinem Untergreifer verfolgst du die gelben Markierungen. Das heißt, du gehst als erstes hier rein, dann hast du hier an beiden Stellen die gelben Markierungen. Hier musst du natürlich auch unter beiden durch. Dann fährst du hier durch diese Halterung dadurch und dann hängt dein Faden hier vorne. Bei den Untergreifern der Overlocker muss der Faden, wenn er durch den Untergreifer möchte, immer von hinten links kommen. Es gibt die allerunterschiedlichsten Varianten, auch Maschinen, wo du hier manuell da nach hinten durchfädeln musst. Du fädelst ihn jetzt hier durch den Untergreifer, hältst ihn dir hier fest und nimmst ihn hier oben und hältst ihn hier ein bisschen mit dem Finger weg. Er geht jetzt hier durch die beiden Haken, geht hier oben durch und dann direkt ins Öhr. Und dann nimmst du ihn und legst ihn von hier aus einfach hinter diese beiden Haken. Da gehört er hin. Jetzt kannst du hier oben mit deinen Fingern ein kleines bisschen Zug ausüben, gehst hier ran, nimmst diesen Haken, schiebst den mit den Fingern nach hinten und dann bleibt dein Untergreifer genau da, wo er sein soll. Und jetzt siehst du auch, warum ich gerne das Füßchen abmache beim Einfädeln, denn du kannst jetzt den Faden von hier einfach hinter das Messer legen und einfach nur nach hinten wegziehen. Und dann hast du deine beiden Greiferfäden genau da, wo du sie auch haben möchtest. Nach den Greiferfäden fädeln wir jetzt als letztes noch die Nadelfäden ein. Genau wie die Greifer hängen auch die Nadelfäden hier oben im Galgen drinne und wir starten mit dem linken Nadelfaden. Du legst den Faden hier oben in die Vorspannung. Fährst hier durch das Spannungsrädchen, gehst hinter diesen silbernen Haken, hier oben durch diese Halterung und kommst dann über den Nadelfaden raus. Dann legst du deinen Nadelfaden hier hinter diese silberne Spange direkt über den Nadeln und fädelst dann durch das Öhr. Den rechten Nadelfaden fädelst du genauso ein, oben in die Vorspannung, durch das Spannungsrädchen, hier durch den silbernen Haken und ab hier teilen sich die beiden Nadelfäden ihren Fädelweg über die silberne Halterung dahinter und dann ins Öhr. Jetzt haben wir ja mit Nähfuß oben eingefädelt, haben aber nicht ein einziges Mal unseren Spannungslüfterknopf betätigt. Ich habe mir angewöhnt, ich mache es immer so, dass ich den Lüfter am Ende betätige. Denn ansonsten weiß ich vielleicht nach jedem einzelnen Faden nicht, habe ich den Lüfter jetzt schon betätigt oder habe ich es nicht. Deswegen lasse ich den komplett aus. Wenn ich alle Fäden eingefädelt habe, nehme ich mir alle Fäden von hinten, drücke auf den Knopf, ziehe an allen Fäden gleichzeitig, dann rutschen alle vier Fäden gleichzeitig in die Spannungen und ich kann jetzt sicher sein, dass alle Fäden genau da liegen, wo sie liegen sollen. Jetzt bringen wir noch den Nähfuß an, schließen die Maschine,
und bringe den Abfallbehälter davor an. Damit dein Abfallbehälter genauso schön ranklickte wie meiner, nimmst du deinen Behälter, der hat ja hier vorne zwei so kleine Erhöhungen. Und du hebelst ihn quasi so unter die Maschine, beziehungsweise schiebst ihn seitlich so unter die Maschine, als würdest du mit diesen beiden Erhebungen die Maschine ein bisschen anheben wollen. Dann klackt er immer ganz genauso ein, wie er das soll. Ich benutze es ja gerne als Ablageflächen auch für meine kleinen Klammern, dann weiß ich immer, wo ich die habe. Nach diesen ganzen Erklärungen geht es jetzt endlich zu unserer ersten Naht. Aber diese ganze Theorie ist einfach super wichtig, weil der Markt so viel unterschiedliche Materialien anbietet. Und du hast so eine tolle Maschine, an der du so viele Sachen einstellen kannst und dich eigentlich auch auf jeden Stoff richtig gut vorbereiten und jeden Stoff richtig gut verarbeiten, so dass sich im Laufe der Zeit einfach immer mehr die ganzen Verbindungen schließen werden und du immer mehr verstehst, warum du bei diesem Stoff eher die Stichlänge nehmen solltest und bei jedem Stoff vielleicht eher den Differential. Wir haben hier als erstes ein Jersey, das haben wir ja auch eingesetzt mit den Nadeln, die HA-Nadeln. Die Einstellungen an meiner Maschine sind in den Fadenspannungen alle auf 4. Mein Nähfuß ist unten, mein Differential ist auf 1, meine Stichlänge auf 2,5, mein Messer natürlich hochgeschaltet und meine Stichbreite ist auf 6. Warum erwähne ich extra das hochgeschaltete Messer? Weil wenn du zwischendurch irgendwann vielleicht auch mal in einer Naht zu Ende bist, dann sieh immer zu, dass du deine neue Naht mit hochgemachtem Messer beginnst. Zur Not drehst du das Handrad zu dir hin, bis dein Messer ganz oben ist. Warum? Weil du legst den Stoff an, legst ihn in den Rücken des Messers oder die Stoffe in den Rücken des Messers, dann gibst du Gas und in dem Moment, wo du losnähst, schneidet dein Messer durch deine beiden Stofflagen und dein Stoff wird glatt nach hinten transportiert. Ich sehe leider sehr häufig, dass den Damen das egal ist, wo ihr Messer steht. Das heißt, beide Stoffe treffen irgendwann aufs Messer und im schlechtesten Fall ist dein Messer gerade unten. Jetzt kommen die Stoffe aufs Messer, dein Messer geht hoch und je dicker dein Stoff ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Messer den Stoff anhebt. Dein unterer Stoff wird aber weiter nach vorne geschoben. Das heißt, im besten Fall hast du nur eine Verschiebung. Im schlechtesten Fall ist deine obere Stofflage umgeklappt. Deswegen lege ich meinen Stoff hier vorne an, heb meinen Nähfuß einfach nur ein kleines bisschen hoch, schieb meinen Jersey nach hinten unter das Messer und kann jetzt beginnen zu nähen. Eine Fadenkette vor Nähbeginn zu nähen ist absolut nicht nötig, weil auch das ja wiederum bedeuten würde, dass du nackig mit deinem Fuß über den Transporteur schrabst. Deswegen nehme ich einfach meine Anfangsfäden, halte dir die hier hinten einfach die ersten 2-3 Stiche fest und starte dann mit dem Nähen. Und jetzt sieht man schon, ich habe immer diese beiden Finger mit auf Höhe des Fußes und bewege die, egal welchen Stoff, ob ich dicke oder dünne Stoffe nähe, immer mit der Maschine mit nach hinten, in der Geschwindigkeit, in der die Maschine näht. Du kannst dir in diesen Finger nicht reinnähen, weil die Füße hier vorne einen Messerschutz haben. Das heißt, du kannst dir aber damit ersparen, an dem Nähfußdruck rumdrehen zu müssen, weil du mit diesen beiden Fingern, mit dem Mittel- und dem Ringfinger, einfach regulierst, wie stark deine Stoffe nach hinten geschoben werden. Wenn man sich angewöhnt, die Finger richtig hier an der Seite auf den Stoff zu drücken und in der Geschwindigkeit mit nach hinten zu nähen, hast du immer ein super Ergebnis. Und dann kommt deine Naht so aus der Maschine. Die Naht ist nicht gut, aber so richtig schlecht ist sie auch nicht. Was auffällt ist, sie ist wunderbar gleichmäßig. Was aber auch auffällt, sie ist sehr eng. Das heißt, wenn deine Naht so eng rauskommt, solltest du auf jeden Fall als allererstes erstmal deine Stichlänge erhöhen, um den Abstand von hier nach da ein bisschen zu verlängern. Sehr schön ist, dass wir oben absolut überhaupt keine Schlaufenüberstände haben. Schlecht ist, dass sie so gewellt ist. Und genau über diese Welligkeit sprechen wir jetzt mal. Da sind wir nämlich in den tiefsten Tiefen des Differentials gelandet.
Vorhin, als wir den Differential angerissen haben, habe ich gesagt, der Differential ist für die differenzierte Geschwindigkeit deiner Transporteure verantwortlich. Wir haben auf 1 genäht. Das heißt, so schnell wie der Stoff vorne reingeschoben wurde und mittransportiert wurde, so schnell ist er auch hinten wieder rausgenommen worden. Würden wir jetzt in den oberen Bereich des Differentials gehen, würde der hintere Transporteur den Stoff nicht ganz so schnell nach hinten rausschieben, wie er vorne reingeschoben wird. Was bedeutet, dass dein Stoff zusammengeschoben wird und die Welle glatt gemacht wird. Und was wir hier jetzt sehen, ist eine absolut gleichmäßige, super traumhafte Naht. Die Stiche sind ein kleines bisschen auseinander, weil wir die Stichlänge erhöht haben. Und wir haben absolut überhaupt gar keine Wellenbildung mehr, weil wir den Differential in den oberen Bereich gebracht haben. Und aufgeklappt sieht die Naht so aus. Ich möchte noch einen ganz kleinen Moment mit dir bei dieser Naht bleiben, bevor wir gleich durch weitere Probleme gehen, die auftreten können, wie zu lascher Untergreifer, zu straffe Nadel und solche Dinge und bevor wir über die weiteren Nähte sprechen. Denn ich habe ja jetzt hier in meiner Maschine 4 Ackermann Overlock-Garne. Die Overlock-Garne von Ackermann, die 120er, sind fast ein bisschen bauschig, so wie Bauschgarn. Würden wir die identische Naht machen mit einem ganz normalen Overlock-Garn, das ja ein bisschen dünner ist, dann hast du natürlich schon in unserer ersten Naht mit der ursprünglichen Stichlänge viel weiter auseinanderliegende Stiche, als ich sie hier hatte, weil dein Garn dünner ist. Deswegen musst du unbedingt darauf achten und deswegen bin ich auch kein Freund von universellen Regeln bzw. von Aussagen wie mach es immer so und so. Du musst darauf achten, wie dick dein Garn ist. Je dicker dein Garn ist, desto länger musst du deinen Stich wählen. Hängt aber davon ab natürlich, welche Naht du machst, weil einen Rollsaum möchtest du ja relativ dicht haben. Eine ganz normale vierfädige Overlocknaht eher nicht so. Schauen wir jetzt mal auf die Auswirkungen im Nahtbild, wenn deine Spannung eben nicht stimmig ist. Wir haben hier ein Nahtbild, wo der Untergreifer viel zu locker ist. Man sieht, hier sind die Nadelfäden. Der Untergreifer wird deutlich auf die Obergreiferseite gezogen. Das heißt, der Untergreifer hat eigentlich gar keine Spannung, in dem Fall tatsächlich null, und wird von dem Obergreifer auf die Oberseite gezogen. In diesem Beispiel haben wir einen viel zu festen Untergreifer. Der Untergreifer zieht den Obergreifer um die Kante und wir haben von dem Untergreifer eigentlich nur ein ganz kleines bisschen Faden. Der Untergreifer stand in diesem Fall auf 9 und man sieht auch hier ganz deutlich, durch die so hohe Untergreiferspannung wird deine linke Nadel richtig auf die Unterseite gezogen. Der Untergreifer stand in diesem Fall auf 9. Wenn dein Obergreifer nicht richtig stimmig ist, dann wird er so wie hier von dem Untergreifer um die Kante gezogen. Und wenn dein Obergreifer zu fest ist, dann zieht er den Untergreifer nach oben. Schauen wir jetzt noch auf falsche Fadenspannungen der Nadel. So sehen wir hier eine sehr deutlich zu lockere rechte Nadel, was man daran erkennt, dass sie Schlaufen auf der Unterseite beim Untergreifer schmeißt. Eine zu feste rechte Nadel, genau wie eine zu feste linke Nadel, macht gerne kleine Biesen zwischen den einzelnen Nadeln. Das heißt, die Nadelfäden ziehen sich fast so ein bisschen zusammen und der Stoff versucht dazwischen hochzukommen. Eine zu lockere linke Nadel erkennt man ganz deutlich daran, dass du, wenn du den Stoff aufklappst, die Nadelfäden siehst. Nadelfäden, die zu fest sind, graben sich immer richtig tief in den Stoff ein. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel für dich gemacht mit Nähfuß oben. Das heißt, ich habe den Stoff manuell unter dem geöffneten Nähfuß durchgeführt. Man sieht, die Stiche sind relativ ungleichmäßig lang und der Ober- und Untergreifer liegen halt nicht so richtig an ihrer Stelle. Das heißt, du hast eigentlich nicht so richtig mit der richtigen Fadenspannung genäht. In deiner Bedienungsanleitung auf Seite 28-29 findest du weitere mögliche Fehler in der Fadenspannung. Hier habe ich für dich von der Mitte der 29 mal das
Messergebnis nachgenäht. Als Lösung steht hier Spannung für den Obergreifer erhöhen oder die Untergreiferspannung lösen. Es ist aber immer eine Frage, wie deine aktuelle Spannung ist. Das heißt, wenn du so ein Nahtbild hast wie hier, ich habe jetzt genäht mit links, rechts, Nadel 4, Obergreifer 4, Untergreifer 2,5. Man sieht, der Untergreifer kommt nach oben. Dann würde ich in dieser Situation mit diesem Nahtergebnis also den Untergreifer ein bisschen erhöhen. Es ist immer eine Frage, wie ist dein Nahtergebnis und wie, mit welchen Spannungen hast du gerade genäht? Letztlich können wir uns mit dem Thema Fadenspannung noch den ganzen Tag befassen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen weiter durch die Maschine schauen und welche Nähte sie uns bietet. In den Curlys-Videos, in den unterschiedlichen Themen, bearbeite ich das Thema Fadenspannung immer und immer wieder, weil das Thema Fadenspannung einfach was ist, womit du dich während deiner gesamten Nähzeit immer wieder auseinandersetzt. Je leichter du darin bist im Umgang, desto leichter fällt es dir natürlich auch, deine Maschine einzustellen, ohne irgendwo zu fragen, zu schreiben oder nachzuschauen. Auf eine Sache möchte ich hier jetzt mit dir aber doch noch schauen, und zwar haben wir hier dieses Nahtbild. Über die Problematik haben wir vorhin schon gesprochen, aber an dieser Stelle ist die Naht noch schlechter als da vorne. Was ist da passiert? Ich habe ja hier auf meiner Maschine die Garnrollenstopper. Diese Garnrollenstopper hier auf dem Obergreifer, da ist mein Faden tatsächlich hängen geblieben. Das kann einfach mal passieren, weil sich Garne einfach sehr unterschiedlich abwickeln. Und auch da sind wir eben wieder im Bereich, dass es Pauschalitäten eigentlich gar nicht gibt. Manchmal ist es gut, die Stopper zu benutzen, genauso wie die Netze. Und manchmal ist es eben besser, sie wegzulassen. Ich habe sie jetzt hier von meinem Obergreifer und von meinem Untergreifer runtergenommen. Schauen wir jetzt also weiter durch die anderen Nähte der Maschine. Bislang haben wir die vierfädige Overlocknaht benutzt, genäht, und die nennt man auch Überwendlingsnaht. Hast du vielleicht schon mal gelesen, mit der Überwendlingsnaht wird Maschenware zusammengenäht. Das heißt, immer wenn du einen Pullover oder ein Shirt oder ein Hoodie oder was auch immer nähen möchtest aus Jersey, Sweat, Fleece, French Terry, eben Maschenware, dann nimmst du die vierfädige Overlocknaht. Sie hält dein Gewebe gut zusammen und ist trotzdem dehnbar. Wenn wir jetzt eine Nadel rausnehmen, dann haben wir zunächst mal die Versäuberungsnaht, nämlich genau so lange, wie Ober- und Untergreifer in gleichbleibender Spannung sind. Das heißt, solange sich die Fäden genau an der Messerkante verschlingen, haben wir eine gleichbleibende Overlocknaht. Die wird auch gerne Versäuberungsnaht genannt, denn damit würdest du Webware versäubern. Für Webware brauchst du ja Universalnadeln. Das heißt, wenn du jetzt deine beiden Nadeln rausnehmen würdest und würdest die rechte Nadel nur wieder einsetzen als Universalnadel, dann könntest du damit eine feinere Webware versäubern, um sie danach noch auf der Nähmaschine zusammenzunähen. Wenn du deine linke Nadel als Universalnadel einsetzt und die rechte rauslässt, dann könntest du damit gröbere Materialien wie zum Beispiel Jeans oder Canvas versäubern. Ich nehme jetzt meine beiden HA-Nadeln raus, setze die rechte Nadel als Universalnadel wieder ein und dann versäubern wir einmal eine leichtere Webware. Das aktuell nicht benötigte linke Nadelgarn habe ich von der Maschine runtergenommen, damit es sich oben im Galgen nicht mit den anderen Fäden verheddern kann, während ich nähe. Mein Differential lasse ich auf gleichmäßigen Transport, meine Stichlänge nehme ich auf 3, meine Stichbreite auf 5,5 etwa und mein Messer lasse ich natürlich zugeschaltet. Meine Fadenspannungen sind alle auf 4, sowohl in den beiden Greifern als auch auf der rechten Nadel.
Du siehst, meine Nahtverschlingung ist hier oben genau an der Kante. Die Greifer liegen schön glatt an. Wir haben den Untergreifer unten und den Obergreifer oben. Schauen wir als nächstes bei den Nähten auf den Rollsaum. Wir haben ja die rechte Nadel eingesetzt und die rechte Nadel ist für den Rollsaum auch genau richtig. Ich sehe manchmal in den Kursen, dass die Damen aus Bequemlichkeit die linke Nadel in der Maschine drinnen lassen. Das Ergebnis, wenn die linke Nadel eingesetzt ist, aber nicht befädelt, ist deutlich schlechter, als wenn du die linke Nadel, weil du sie gerade nicht benötigst, aus der Maschine einfach rausnimmst. Wir nähen im Differential mit 0,7. Das bedeutet, dass der hintere Transporteur ein bisschen schneller ist. Zuerst vernähen wir eine Baumwolle. Die wird dadurch schön straff. Wenn du auf Differential gleichmäßigen Transport nähen würdest, das heißt hier auf 1, könnte es passieren, dass sie sich ein bisschen zusammenzieht. Unsere Stichelänge machen wir auf ganz klein, ganz kurz, sehr enge Stiche hintereinander. Unser Messer ist natürlich hochgeschaltet und unsere Breite ist schmal. Das heißt, unser Messer ist nah an der Nadel dran und wir haben eine schöne schmale Naht. Den Rollsaum setzt man immer da ein, wo man eine schöne dekorative Abschlusskante haben möchte. Der Trick am Rollsaum ist, dass deine Untergreiferspannung erhöht wird und der Untergreifer den Obergreifer um die Kante zieht. Das bedeutet, in deine Fäden musst du auf jeden Fall auf den Obergreifer das Garn setzen, was du maßgeblich in deinem Rollsaum sehen möchtest, weil der Obergreifer von dem Untergreifer um die Kante gezogen wird. Darum musst du natürlich auch die Untergreiferspannung erhöhen. Ich habe meine jetzt hier auf 6. Außerdem ist für den Rollsaum wichtig, dass du hier vorne deine Stichbreitenzunge zurückziehst. Das heißt, du gehst von N, von normalem Nähen, in das R, in die Rollsaumeinstellung. Das bedeutet, dass dein Stabilisator nicht mehr in deiner Naht ist und somit in Verbindung mit der erhöhten Untergreiferspannung deine Stoffkante rumgelegt wird. Umgelegter Rollsaum ist der richtige Name für das, was wir machen wollen. Wir lassen natürlich während der gesamten Naht die Stichbreitenzunge zurückgezogen. Ich sehe auch das immer mal wieder, dass um den sogenannten Overlock-Muschelsaum zu machen, die Stichbreitenzunge manchmal ein bisschen vorgezogen wird, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das ist keine Technik, die Gritzner 788 besonders gerne mag. Es kann dir hierbei sehr, sehr leicht passieren, dass deine Stichbreitenzunge abbricht und das ist auf jeden Fall kein Garantiefall. Wir nähen jetzt als erstes eine Baumwolle und schauen danach auf den Jersey. Wir lassen in beiden Stoffen die Einstellungen gleich. Bei dem Jersey sehen wir jetzt hier, dass der gar nicht so richtig gewellt rauskommt. Wenn du einen gewellten Rollsaum haben möchtest, also einen, der so richtig schön schwingend ist, dann reicht es bei ganz vielen Maschinen, unter anderem eben auch bei der Gritzner 788, nicht, den Differential einfach in den unteren Bereich zu machen. Es wird dadurch zwar hinten schon ein bisschen rausgezogen, es reicht aber nicht. Deswegen nähe ich, wenn ich einen gewellten Rollsaum haben möchte, so, dass ich an meinem Stoff vorne ein bisschen ziehe. Bei der Overlock musst du nur unbedingt beachten, wenn du manuell vorne ziehst, dann musst du auch hier hinten den Stoff aus der Maschine mit durchbegleiten. Das heißt, du ziehst vorne und du ziehst hinten und hast somit im Prinzip deine Nähkante verlängert und begleitest den Stoff an dieser verlängerten Kante unter dem Füßchen durch. Hinterher muss es sich wellen, weil du auf deine verlängerte Kante viel mehr Garn raufgelegt hast, als deine Kante eigentlich lang gewesen wäre. Und dieses Garn weiß eben nicht, wo es hin soll und legt sich deswegen in schöne Wellen. Wenn du nur vorne ziehst und hinten nicht, dann ist die Gefahr, dass deine Nadel abbricht.
Und dann haben wir hier das Ergebnis in dem Jersey, natürlich mit Jerseynadel. Hier vorne sieht man, dass der Saum sich deutlich weniger wellt als hier hinten. Das liegt daran, dass hier vorne die Stelle ist, wo ich mit dem Differential nur gedehnt habe und hier hinten, wo ich einfach dann auch manuell gezogen habe. Und hier ist nochmal der Rollsaum mit der Baumwolle. Man sieht, da zieht sich nichts zusammen, das liegt völlig glatt. Das liegt einfach daran, dass es für die Baumwolle völlig ausreichend ist, damit sich das nicht zusammenzieht, wenn man da einfach ein ganz kleines bisschen nach unten geht mit dem Differential. Zum Thema Rollsaum gibt es einfach wahnsinnig viel zu sagen und es gibt wahnsinnig viele Eventualitäten. Zum einen kann man den in sehr unterschiedliche Materialien machen, angefangen eben von dickerem Jersey bis hin zu ganz dünnem Organza. Dann ist es so, dass man denn den eben auch in sehr unterschiedlichen Garnen nähen kann, von ganz dick bis ganz dünn, also von richtig dickem Dekorgarn bis hin zu Stickgarn. Man kann ihn zweifädig nähen und auch dreifädig. Aber es könnte auch sein, dass zum Beispiel unerwartet Probleme auftauchen, wie so kleine Knubbel, die da zum Beispiel rausschauen. Oder dein Kind zieht vielleicht immer hier so am Ärmel und der ganze Rollsaum leiert aus. Auch wie du einen Rollsaum rund schließt, zum Beispiel nachdem du den Ärmel schon geschlossen hast, ist natürlich Thema. Deswegen habe ich ein ganzes Video nur über den Rollsaum gedreht. Ein zweites ist aktuell noch in Planung. Und wenn du da mal reinschauen möchtest, dann findest du das auf der Curlys-Seite in dem Reiter Tutorials. Als letzte Naht schauen wir jetzt auf die Flachnaht. Zuerst mal besprechen wir, was die Flachnaht eigentlich ist. Man näht sie immer mit einer Nadel. Und einsetzbar ist sie sowohl als Abschluss als auch als Verbindungsnaht und auch als reine Dekornaht. Schauen wir aber erstmal, was sie eigentlich ist. Stell dir vor, du hast hier deine Naht und auf Höhe meiner Handballen ist deine Nadel. Das heißt, die Greifer legen sich da außen rum. Die Flachnaht heißt Flachnaht, weil sie nach dem Nähen auseinandergezogen wird. Das heißt, achte mal auf meine Handballen. Du ziehst die Naht hinterher auseinander und hast dann entweder auf der einen Seite den Leiterstich oder auf der anderen Seite die Greifer oder den Greifer, der eine ganz glatte Naht übereinander legt. Das heißt, die Flachnaht heißt Flachnaht, weil sie eben an keiner Stelle irgendeine hochstehende Nahtzugabe hat. Du kannst die Flachnaht sowohl mit zwei Fäden als auch mit drei Fäden nähen. Sie ist nicht in deiner Bedienungsanleitung angegeben. Da du aber unter dem mitgelieferten Zubehör den kleinen Konverter, diesen Hilfsgreifer hast, sprechen wir jetzt genau über den im Zusammenhang mit der Flachnaht. Das heißt, wir schneiden als erstes mal die rechte Nadel, den rechten Nadelfaden ab und den Obergreifer, ziehen uns das sauber aus der Maschine. Der Nähfuß ist ab und dann wechseln wir erstmal die Nadel und zwar setzen wir sie von der rechten Seite auf die linke Seite rüber. Ich persönlich mag die Flachnaht sehr gerne, wenn sie besonders breit ist. Du könntest sie aber rein technisch auch mit der rechten Nadel nähen. Wenn es jetzt ans Neu-Einfädeln geht, deinen Untergreifer, den haben wir ja eingefädelt gelassen und auch nicht abgeschnitten, der ist also nach wie vor in der Maschine. Du kannst deinen Obergreifergarn runternehmen und deinen linken Nadelfaden bzw. deinen Nadelfaden setzt du auf die Kone von der Nadel, die du eingesetzt hast. Das heißt, wir haben ja die linke Nadel eingesetzt. Deswegen stellen wir natürlich auch unsere Kone auf den linken Nadelfadenplatz. Den Konverter bringen wir sofort an. Erstmal fädeln wir ein, was jetzt auf der Maschine steht. Denn die Nadel kannst du nicht einfach durch die normale Spannung führen. Wir erinnern uns, wie die Flachnaht genäht wird. Wir wollen sie nämlich auseinanderziehen. Um sie auseinanderziehen zu können, brauchst du einen schön lockeren Nadelfaden. Und wir wollen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir in einer normalen Overlocknaht wollen. Denn in der normalen Overlocknaht möchte man ja auf gar keinen Fall den linken Nadelfaden sehen. Wenn aber hier unser linker Nadelfaden zu straff ist, kannst du deine Naht nicht auseinanderziehen. Jetzt ist es manchmal so, wenn du an der Gritzner 788 die Spannung auf 0 stellst, dann ist sie manchmal auch tatsächlich sehr locker. Bei den allermeisten Maschinen hat sie aber eben trotzdem immer eine gewisse Restspannung. Du müsstest hier an der Seite eigentlich durchgängig den Spannungsauslöseknopf drücken können, damit dein Faden problemlos die ganze Zeit einfach locker durch dein Spannungsrädchen an der Nadel rutscht.
Das geht natürlich nicht. Deswegen bin ich ja immer Freund von einfachen Lösungen. Du nimmst dir ein Stück Tesafilm und klebst es oben über den Spannungskanal von deiner Spannung rüber, so dass der Nadelfaden jetzt hier oben in die Vorspannung geht, dann hier über das Tesafilm rüberläuft, dann ganz normal hier unten hinter die silberne Halterung und seinen normalen Weg eben weiterverfolgt bis zum Nadelöhr. Als nächstes bringen wir den Konverter an. An der einen Ecke hat er so eine kleine Erhebung. Das muss von hinten in das Obergreiferloch. Das heißt, du hebelst ihn in diese kleine schmale Fuge rein. Er muss hinten ein kleines Stück rausgucken. Dann drückst du den vorderen Teil zurück, so dass der von hinten in das Loch einschnappt. Du musst darauf achten, dass er wirklich in dem Loch ist und nicht darunter liegt. Um den Konverter hinterher wieder zu lösen, drückst du den vorderen Teil einfach leicht nach hinten, hebelst ihn dann nach oben und nach vorne raus. Unseren Stoff legen wir rechts auf rechts, weil wir den Leiterstich, also den pinken Faden, auf der rechten Seite sehen möchten. Unsere Spannungen auf der linken Nadel haben wir null Spannung zum Auseinanderziehen. Läuft ja übers Tesafilm. Und auf dem Untergreifer haben wir die Spannung auf 5. Obergreifer wird nicht benutzt, da haben wir den Konverter. Und die weiteren Einstellungen, den Differential haben wir im gleichmäßigen Transport, die Stichlänge auf ganz knapp über 3, die Stichbreite auf knapp über 5 und das Messer ist natürlich zugeschaltet. Zugeschaltet bedeutet, läuft mit. Und was wir dann aus der Maschine holen, sieht so aus. Und wenn wir es auseinanderziehen, erscheint hier unser Nadelfaden. Das sieht von der rechten Seite so aus und von der linken Seite sieht es so aus. Natürlich kannst du die Flachnaht auch mit 3 Fäden nähen, immer dann, wenn sie vielleicht ein ganz kleines bisschen haltbarer sein soll. Du kannst die Flachnaht auch nur mit der rechten Nadel nähen, wenn sie deutlich schmaler sein soll und du kannst sie sowohl in dünneren Stoffen anwenden als auch in dickeren. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die du mit der Flachnaht machen kannst. Du kannst zum Beispiel Bänder damit annähen oder Spitze. Natürlich kannst du auch die Korkgarne auf die Nadeln nähen, wie hier zum Beispiel Madeira Nummer 12. Du kannst sie als Raglan-Naht benutzen oder du kannst sie auch für Einfassungen benutzen, wenn du keine Cover hast oder Einfassungen mit deiner Cover nicht klappen. Diese ganzen unterschiedlichen Varianten würden wiederum hier den Rahmen von diesem Video sprengen. Deswegen habe ich 2 unterschiedliche Videos gemacht. Das eine ist Grundlagen der Flachnaht, da geht es nur um die Technik zum Einstellen deiner Maschine, um die unterschiedliche Handhabung der unterschiedlichen Stoffe, darauf bezogen, wie du deine Maschine einstellen musst. Und in dem zweiten Video, Anwendungsgebiete der Flachnaht, geht es nur um die ganzen unterschiedlichen Varianten, welchen Fuß du dafür brauchst, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Das bringt uns auch direkt zu unserem nächsten Thema, denn jetzt wenden wir uns den Füßen zu. Wir fädeln die Maschine wieder um in die 4-fädige Overlocknaht und starten mit dem Blindsaumfuß. Ein Blindsaum zu nähen ist tatsächlich gar nicht schwierig. In der Haute Couture wird er gerne mit der Hand genäht, denn beim blinden Saum geht es darum, dass dein Umschlag, also dein Saum, so festgenäht wird, dass der Faden, mit dem er festgenäht wird, auf der rechten Seite nicht zu sehen ist. Der Vorteil, das mit der Overlock zu machen, liegt darin, dass du zusammennähst und deinen Umschlag gleichzeitig versäuberst. Die Schwierigkeit, das mit der Overlock zu machen, liegt darin, dass du darauf achten musst, dass du eben mit der linken Nadel nicht die ganzen Stofflagen durchstichst, denn sonst sieht man deinen Faden auf der rechten Seite. Wenn ich einen blinden Saum nähe, dann stecke ich mir meinen Saum vorher um, messe ihn aus, stecke ihn um und wenn du jetzt damit an die Overlock gehst, dann legst du ihn im Prinzip genauso. So liegt der original umgeschlagen. Dann klappst du ihn so nach oben und dann nimmst du den ganzen Umschlag und gehst damit so an die Overlock. Genau hier, da wo jetzt der Bruch ist, ist deine Nähkante und genau hier oben wollen wir gleich unsere Versäuberungsnaht machen. Es geht jetzt darum, dass im Idealfall nur hier ein ganz kleines Stückchen von diesem Bruch mit der linken Nadel erwischt wird. Und genau dafür ist unser Blindsaumfüßchen behilflich.
Du hast an deinem Füßchen hier diese Schraube. Wenn du diese Schraube löst, dann kannst du diese gesamte vordere Führung zu deinem Messer hinschieben und von deinem Messer wegschieben. Je weiter sie von deinem Messer weggeschoben ist, desto näher ist sie natürlich da hinten an der Nadel. Denn hier vorne haben wir ja diese Kante und gegen diese Kante schiebst du deinen umgeschlagenen Saum. Das, was wir versäubern wollen, verläuft hier unter diesen Füßchen. Ich habe jetzt also meine Schraube gelöst, weil ich ja den Fuß kann man auch noch für ganz viele andere Sachen benutzen. Aber um den Blindsaum zu machen, schiebe ich mir den so weit wie es geht nach drüben und ziehe die Schraube wieder fest. Dann kommt der Stoff da rein. Du siehst, hier liegt deine Nahtzugabe des Saumes, die jetzt vom Messer beschnitten wird, wo also Ober- und Untergreifer drauf landen und die rechte Nadel. Und deine linke Nadel, sieht man hier aus der Position ein bisschen besser, liegt quasi genau in der weiterführenden Linie mit dem Umschlag. Wenn dein Stoff ein bisschen dünner ist, dann kannst du dir deine Führung auch ein bisschen weiter nach rechts rüberschieben. Ich habe sie jetzt einfach ganz nach links geholt, weil der Stoff so dick ist, der wird jetzt zwischen Fuß und Transporteur nach hinten gequetscht, dehnt sich, wenn er quasi unter den Nadeln ist, wieder ein bisschen nach rechts weg aus und wird dann genau von der linken Nadel erfasst. Ganz wichtig dabei ist, dass du jetzt hier mit diesen beiden Fingern deinen Stoff mit nach vorne schiebst, weil der liegt ja jetzt nur hier auf diesem ganz kleinen Stück auf. Er liegt wie immer da vorne unter dem offenen Messer. Aber wenn du ihn jetzt nicht hier ein bisschen mit nach hinten schiebst, dann kann dein Füßchen ihn nicht richtig erfassen. Das passiert natürlich total gerne. Da musst du aufpassen, dass du auch wirklich hier in der Führung bleibst. Zwischendurch musst du natürlich auf jeden Fall kontrollieren, ob du zum einen deinen Umschlag auch wirklich festgenäht hast. Das kontrollierst du, indem du die Nahtzugabe und den Umschlag versuchst auseinanderzuziehen. Das muss natürlich halten. Und wenn wir auf die rechte Seite schauen, also alles einmal aufklappen, dann darf man eben möglichst wenig von dem Nadelfaden sehen. Im Idealfall nichts. Ich habe ja jetzt hier extra auf mein linkes Nadelgarn weiß genommen, damit man die Stiche durchsehen würde, wenn sie denn zu sehen wären. Und es ist wirklich ganz genau getroffen. Man sieht gar nichts. Eine Sache will ich jetzt eben noch mal kurz in den Vordergrund holen. Und zwar ist mir das erst aufgefallen beim Schneiden in Großaufnahme am Computer. Nur ein Grund, warum viele die Curlys-Videos so lieben. Hier ist ein kleines Loch. Und dieses kleine Loch kommt zu 100% daher, dass ich offensichtlich, als ich meine Nadeln gewechselt habe auf Stretchnadeln bzw. Jerseynadel, mich irgendwo vergriffen habe. Das heißt, die linke Nadel ist auf jeden Fall eine Universalnadel. Denn Universalnadeln machen euch in dehnbaren Stoffen Löcher. Hier sind sie. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum hatte sie Universalnadeln drin? Ganz einfach, weil ich eben am Ende der Flachnaht für euch noch schnell dieses Beispiel genäht habe. Und das ist in Webware. Schauen wir aber jetzt auf unseren Blindsaum. Dann sehen wir, dass wir hier tatsächlich einen blinden Saum haben. Und hier auf der Innenseite ist der festgenäht. Ich kann den nicht abmachen. Hier, der ist wirklich richtig fest. So soll ein Blindsaum aussehen. Schauen wir als nächstes auf den Elastikfuß, der hier und da auch Gummibandfuß genannt wird. Der Vorteil des Elastikfußes ist, dass du ein dehnbares Band mit absolut gleichmäßiger Dehnung annähen kannst. Und das ist zum Beispiel super hilfreich, wenn du eine Leggings nähen möchtest. Du brauchst damit keineswegs nur Gummiband annähen, kannst aber Gummiband in allen Breiten aufnähen. Du kannst aber natürlich auch Framelastik, ich habe hier Transparentelastik liegen, Framelastik benutzen. Ein anderes Wort wäre Framelon. Bevor wir das in die Maschine führen, schauen wir uns erstmal an, wie der Fuß aufgeht.
aufgebaut ist, damit du ganz genau weißt, wie das Teil funktioniert. Wir haben hier an dem Fuß eine Schraube. Mit dieser Schraube regulierst du, wie stark der Druck von der Walze auf diese untere Platte ist. Genau da führst du nämlich gleich dein dehnbares Band ein. Drückt die Walze stark auf die untere Platte, kannst du die Walze eigentlich gar nicht hochheben. Ja, wenn dein Gummiband jetzt dazwischen wäre, würde das extrem stark zurückgehalten werden und hätte somit eine ganz starke Dehnung. Je weniger deine Walze auf deine Platte drückt, desto weniger stark ist deine Dehnung. Um jetzt das Gummiband da reinführen zu können, lösen wir die Schraube weit genug an. Du musst allerdings aufpassen, dass du sie nicht aus Versehen komplett aus dem Fuß rausdrehst. Dann nimmst du dein Gummiband bzw. dein Band, mit dem du dehnen möchtest, und legst es so glatt darunter. Kann ruhig hier rechts am Rand sein, aber du legst es darunter, und wichtig ist, dass hier hinten noch genügend von dem Band rausschaut. Das hilft dir beim Positionieren gleich. Jetzt drehst du den Fuß hoch und schiebst einfach nur hier vorne von der Seite dein Gummiband in den Fuß. Dabei ist wichtig, dass dein Band auf jeden Fall ganz bis hier an die Kante liegt. Und wenn wir das uns jetzt von unten anschauen, dann siehst du, dass deine untere Kante auf jeden Fall darunter ist. Dann drehen wir die Schraube ein bisschen fest. Du kannst das natürlich auch in rundgeschlossenem Zustand machen, wenn du also dein Gummiband schon zum Saum geschlossen hast. Wir schauen uns das aber jetzt erstmal an, wie es offen gemacht wird. Du musst darauf achten, dass dein Gummiband natürlich auf jeden Fall unter deinem Fuß bleibt. Und manchmal ist es so, dass dein Fuß nicht einschnappt, wenn du den Nähfuß runter machst. Dann drückst du ja hier hinten auf den Knopf. Jetzt hat er es direkt gemacht. Es kann aber passieren, dass du beim ersten Mal den Fuß so ein bisschen bzw. die Halterung ein kleines bisschen auf den Fuß raufdrücken musst. Dann hebst du deinen Nähfuß einmal an und überprüfst, ob dein Gummibandfuß bzw. Elastikfuß mit hochkommt, und positionierst dir jetzt dein Band richtig gerade unter dem Fuß, so dass das rechtsbündig da mit dem Fuß abschließt, und machst erstmal dein Füßchen nach unten. Dann legst du deinen Stoff mit der rechten Seite nach unten und schiebst ihn jetzt seitlich unter den Fuß. Das heißt, Nähfuß anheben, Gummiband hier vorne, das ist natürlich mit so einem breiten Gummiband ein bisschen schwieriger als mit einem schmalen Gummiband. Das heißt, der Stoff muss natürlich richtig unter den Fuß geschoben werden, und beides muss rechts an der Kante sauber abschließen. Ich nähe sowas gerne im Messer. Das bedeutet, ich lasse meinen Stoff nicht abschneiden, sondern nähe so, dass ich quasi den Stoff an der Innenkante des Messers führe. Ansonsten müsste man den Anfang anders machen, damit du nicht schräg in deinen Stoff reinnähst. Und dann regulierst du deine Schraube, das heißt, du stellst ein, wie stark du die Dehnung haben möchtest. Um da die richtige Dehnung rauszubekommen für dein Projekt, kann ich dir nur empfehlen, dass du ein paar 10x10 oder 10 cm lange Stückchen nähst und immer mit einer unterschiedlichen Dehnung, so dass du genau austesten kannst, wie viel Gummiband du brauchst, um am Ende auf dein richtiges Maß zu kommen. Und dann machst du tatsächlich nichts anderes, außer Gas geben. Eingefädelt ist die Maschine in der vierfädigen Overlocknaht. Alle Spannungen sind auf 4. Ich muss jetzt natürlich nicht an dem Stoff ziehen bzw. an dem Gummiband ziehen. Was ich aber gerne mache, ist, ich nehme hier hinten mein Gummi, halte das fest und überprüfe, ob es wirklich auch nach hinten mit weg transportiert wird. Da ja das Gummiband jetzt beim Nähen mehr oder weniger stark auseinandergezogen wird, habe ich natürlich eine Stichlänge von 4 eingegeben, denn meine Stiche sind sowieso gleich sehr eng, weil es auseinandergezogen wird beim Nähen, hinterher zurückspringt, und dann habe ich eben eine ganz enge Stichlänge.
Jetzt merkt man hier, wenn ich beginne zu nähen, drückt meine Walze so doll auf mein Gummiband, dass das Gummiband gar nicht richtig durchgehen möchte. Deswegen ist ganz wichtig, dass du deine Konzentration darauf legst, dass dein Gummiband da rechts an der Seite bleibt. Zur Not ziehst du dir das hier so ein bisschen rüber, also nur an der Kante, und musst natürlich gleichzeitig bei deinem Stoff darauf achten, dass der eben hier ebenfalls glatt an der Kante bleibt. Das heißt, übertrieben gesagt, nähst du so. Gummiband nach rechts rüber, Stoff nach links rüber. Übertrieben, muss natürlich beides an der Kante bleiben. Sieht in der Praxis so aus. Erstmal müssen beide Lagen erfasst werden, Gummi und Stoff. So. Und jetzt kann ich hier losnähen. Und das Ergebnis sieht von der Innenseite so aus. Der Stoff lag natürlich mit der linken Seite oben und von der anderen Seite sieht es so aus. Und wenn du das jetzt dehnst, dann könntest du da nochmal drüber covern und hast dann einen wunderbar breiten Leggings-Bund. Die nächste Technik, die wir uns anschauen, ist mit der Overlock zu kräuseln. Der Vorteil, wenn du mit der Overlock kräuselst, liegt natürlich ganz klar darin, dass du zusammennähst und versäuberst in einem Arbeitsgang. Wir sehen hier einmal die Untergreifernaht, logischerweise sind ja Ys, und wir sehen hier einmal den Obergreifer und damit auch die Nadelfäden. Wir haben die Webware in einem Stück zusammengenäht und versäubert. Wie du so ein sauberes Overlock-Ende hinbekommst, ohne auslaufende Schlaufen, was ja besonders wichtig ist, wenn man zum Beispiel ein Halsbündchen annäht, das habe ich ganz genau erklärt in dem Video Besser nähen mit der Overlock. Da findest du auch noch einige andere Nähtechniken mit der Overlock, wie zum Beispiel mit dem Rollsaum saubere Außenecken an Muslintüchern, wie zum Beispiel einen sauberen Rollsaumabschluss, das Ende an einem Tuch, saubere Innenecken und noch vieles mehr. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall immer dein Messer mitlaufen lässt, denn wenn du auf die rechte Seite des Messers kommst, also quasi über die Messerschnittstelle hinaus nach rechts weg, dann läufst du Gefahr, dass du dir die Greifer kaputt machst. Du lässt also dein Messer unbedingt immer mitlaufen. Beim Kräuseln gibt es hier, oder zum Kräuseln gibt es hier diesen Kräuselfuß, und die Kräuselfüße eignen sich bzw. zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus zwei Lagen bestehen. Die Lage, die du einkräuselst, führst du hier ganz unten zwischen dieser Platte und dem Transporteur durch. Und die Lage, die nicht eingekräuselt werden soll, die also glatt liegen bleibt, kommt hier oben in den Fuß rein und berührt quasi unseren Transporteur gar nicht. Hier in diesem Beispiel ist es also so, dass natürlich der dunkelblaue Stoff unten gelegen hat und der nicht gekräuselte Stoff liegt oben, und die Stoffe liegen natürlich rechts auf rechts auseinander, aufeinander, denn du möchtest natürlich ja deine Naht innen liegen haben. Zu den Einstellungen der Maschine. Wir haben die vierfädige Overlocknaht eingefädelt. Die Spannungen sind auf den Nadeln erhöht und auf den Greifern verringert. Und an unserer Seite haben wir einen sehr breiten Stich. Wir haben einen sehr langen Stich. Unser Messer ist natürlich zugeschaltet und unser Differential ist in zwei. Was genau bedeutet Differential auf zwei? Hinten, der hintere Transporteur, ist quasi nur noch halb so schnell wie der vordere und die Stoffe werden maximal stark zusammengeschoben. Du kannst deine Kräuselstärke genau mit zwei Komponenten an der Maschine regulieren. Und zwar zum einen, indem du deine Stichlänge nach unten setzt, oder indem du dein Differential ein bisschen weiter nach unten holst, also auf 1,8 oder 1,5. Je weiter du eben auf den gleichmäßigen Transport gehst, desto weniger stark wird deine Kräuselung.
Du kannst aber deine Kräuselung auch noch mit einer dritten Komponente beeinflussen bzw. auch nicht beeinflussen, denn je dicker dein Stoff ist, desto schlechter spricht er auf den Transporteur an bzw. auf den Differential. Hast du also einen dicken Stoff, kannst du den ziemlich schlecht nur kräuseln, weil der auf den Differential fast gar nicht anspricht, und hast du einen sehr dünnen Stoff wie so eine Baumwolle oder ein Batist oder Organza, dann kannst du den ganz wunderbar einkräuseln. Der Fuß ist ein bisschen schwierig an die Maschine anzubringen, weil der relativ hoch ist. Du musst ihn also ein ganz kleines bisschen nach unten drücken, senkst dann den Nähfuß ab und lässt ihn einfach hier in diesen kleinen Steg einschnappen. Der blaue, unten liegende Stoff muss natürlich länger sein als der oben liegende Stoff. Damit dir die Stoffe unter dem Füßchen nicht wegrutschen, wenn du den Stoff kurz loslässt, dreh das Handrad ein ganz kleines bisschen zu dir hin, bis die Nadeln den Stoff fixiert haben. Und dann musst du nichts weiter machen, als einfach nur deine Stoffe so führen, dass sie gleichmäßig neben dem Messer laufen. Wenn du ein kleines Stück nach rechts kommst, ist das nicht schlimm, weil sie laufen dir ja dann unter das Messer. Und so kommen die Stoffe aus deiner Maschine raus. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wie du feste Längen auf feste Längen kräuseln kannst. Du teilst dir dann sowohl deinen Saum als auch deine Rüsche in gleichbleibende Abschnitte auf, kannst dann nicht ganz so stark mit dem Differential arbeiten, oder du machst eben einige Nähproben, um genau zu testen, wie stark dein jeweiliger Stoff auf die Einstellungen der Stichlänge und auf die Einstellungen des Differentials anspricht. Eine weitere tolle Technik, die du mit deiner Overlock machen kannst, ist zu paspeln. Als Paspel bezeichnet man eine Erhebung im Stoff, die sich in der Regel farblich ein bisschen abzeichnet, manchmal auch ein bisschen Stand reinbringen soll. Der Vorteil, wenn du mit der Overlock paspelst, ist, dass du eine dehnbare Paspel herstellen kannst. Das heißt, du kannst sie auch benutzen, um zum Beispiel den unteren Teil eines Ärmels abzupaspeln. Du kannst sie auch in die Trennung an die obere Kante von deinem Kragen reinnehmen. Du kannst sie in die Vorderkante der Kapuze reinnehmen und. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo du eine Paspel benutzen kannst. Du kannst natürlich Paspeln selber herstellen, du kannst auch um die Ecke paspeln, du kannst auch rund schließen und. Ich habe ein ganzes Paspelvideo gemacht, wo es nur um solche Sachen geht. Jetzt hier zeige ich dir aber auf jeden Fall, wie du dein Paspelfüßchen benutzen kannst. Das Besondere an deinem Paspelfüßchen befindet sich, wie so häufig, auf der Rückseite. Auf der Rückseite haben wir nämlich eine Nut, und durch diese Nut fließt gleich dein Paspel. Wenn du paspeln möchtest, brauchst du unbedingt einen Fuß mit dieser Rinne. Durch die Rinne läuft dein Paspel. Würdest du paspeln mit einem Fuß ohne diese Rinne, würde die glatte Sohle auf deinem Paspel aufliegen und rechts und links wird der Fuß in der Luft hängen. Was wiederum bedeutet, dass du einen sehr, sehr schlechten bis gar keinen Transport nach hinten hast. Eingestellt ist die Maschine im Differential auf gleichmäßigen Transport. Meine Stichlänge ist relativ lang, 3-4. Meine Stichbreite ist ebenfalls relativ breit, weil wir wollen uns ja die Nahtzugabe des Paspels nicht beschneiden. Der soll ja auf jeden Fall sauber durchlaufen und da brauchen wir natürlich genügend Platz. Gleichzeitig wollen wir natürlich, wenn der Paspel aufgeklappt ist, auf gar keinen Fall den linken Nadelfaden sehen. Unser Messer ist zugeschaltet und unsere Maschine ist in der vierfädigen Overlocknaht eingefädelt und alle Fadenspannungen sind auf 4. Du bringst den Fuß an der Maschine an, dann legst du die erste Lage Stoff mit der linken Seite nach unten, die rechte Seite kommt nach oben. Der Stoff liegt natürlich unter dem Messer. Auf diesen Stoff kommt der Paspel. Die Nahtzugabe des Paspels liegt nach rechts weg und stößt im Idealfall innen an das Messer.
Und dann kommt die zweite Lage Stoff mit der rechten Seite nach unten auf Paspel und den ersten Stoff drauf. Das heißt, die beiden Stoffe liegen rechts auf rechts und der Paspel liegt genau in der Mitte. Wichtig dabei ist, dass dein Paspel hinter dem Füßchen ein kleines Stück rausschaut, denn wenn deine Maschine nicht vom ersten Stich an alle drei Lagen nach hinten wegbefördert, hast du durch Festhalten des Paspels hinter dem Füßchen die Möglichkeit, die ersten Stiche ein bisschen manuell mit nach hinten zu befördern. Zusätzlich benutzt du natürlich immer deinen linken Mittel- und Ringfinger, um alle Lagen gleichmäßig mit nach hinten zu befördern. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Zum Schluss des Videos nehme ich dich nochmal mit ganz tief in meine eigene Welt. Wir wollen uns den Perlen- und Paillettenfuß anschauen und diese Welt, in die ich dich mitnehme, in der gibt es keine Konvention mehr. In dieser Welt gibt es keine vorgegebenen Spannungen mehr und nichts, wo die Dinge so sind, wie sie gemeinhin zu sein haben. In der Welt gibt es tatsächlich nur den Plan im Kopf, wie die Dinge am Ende sein sollen und das technische Gerät Overlock-Maschine, das genauso funktioniert mit seinen Funktionen, wie es soll. Das heißt, wir schauen auf den Perlen- und Paillettenfuß und dieser Fuß hat mich tatsächlich vor eine große Problematik gestellt, weil ich konnte mich schier nicht entscheiden, welche von den ganzen Techniken ich dir zeige, die du mit dem Perlen- und Paillettenfuß machst. Denn wir haben mit diesem Fuß nicht nur die Auswahl zwischen unterschiedlichsten Nähten, zum Beispiel Rollsaum, Versäuberungsnaht, Flachnaht, linke Nadel, rechte Nadel, zwei Faden, drei Faden, sondern wir haben auch noch eine große Auswahl an unterschiedlichen Bändern. Also habe ich erstmal angefangen und habe die Maschine in die dreifädige Flachnaht gebracht. Das ist die Naht, die wir uns ja vorhin nicht angeschaut haben. Ich habe dir die Einstellungen oben mal eingeblendet. Wichtig dabei ist, dass du, wenn du diese Einstellung so übernimmst, auch wirklich genau die Garne so übernimmst von der Stärke. Ich hatte auf der linken Nadel ein Stickgarn. Ich hatte auf dem Obergreifer das Madeira Nummer 12 und auf dem Untergreifer hatte ich hier das Serafil. Serafil ist ein sehr dünnes Seidengarn bzw. ein Polyestergarn, das man aber insbesondere nimmt auf der Overlock, um damit Seide, Organza, Batist und diese ganzen dünnen Stoffe zu vernähen. Du kannst es auch absolut hervorragend auf den Unterfaden nehmen, wenn du eine Stickmaschine hast. Ich habe das jahrelang gemacht, funktioniert hervorragend. Wenn du keinen externen Garnrollenständer hast, stellst du es hier auf deine Overlock, gehst hier oben durch den Galgen, stellst deine Stickmaschine daneben, kommst dann hier oben rüber, gehst durch den Spuler deiner Stickmaschine und spulst es dir dann auf. Als Bobbin funktioniert wirklich hervorragend. Ich habe es in den Einstellungen, die du oben siehst, auf dem Untergreifer und das Ergebnis ist diese Naht. Man sieht hier ganz genau, welcher Faden wo ist. Hier ist mein linker Nadelfaden, hier ist natürlich mein Obergreifer und hier ganz leicht an der Kante ist mein Untergreifer. Dann, weil wir ja uns den Perlen- und Paillettenfuß anschauen wollen, habe ich da mal Paillettenband durchfließen lassen. Das sieht schon toll aus, allerdings sieht man, weil das Garn zu dick ist, nur wenig von der Paillette. Ist also nix, jedenfalls nicht für hier und heute. Daraufhin habe ich das dicke Madeira-Dekorgarn durch das Stickgarn ersetzt, was jetzt auch hier drauf steht.
und habe dieses Band hier, so ein Satin-Geschenkband, durch den Fuß fließen lassen. Sah gut aus, aber nicht perfekt, weil ich hier an der Seite viel zu viel Platz habe, wo man den Stoff durchsieht. Daraufhin habe ich meine Nadel an die rechte Stelle gebracht, das heißt links raus, rechts rein, habe dasselbe nochmal gemacht und habe daraufhin diese Naht hier erzielt. Die gefiel mir schon ganz gut, sah mir aber irgendwie ein bisschen zu einfach aus. Daraufhin habe ich die Maschine in den Rollsaum eingestellt und habe, weil ich ja vorher in der Flachnaht war, mein Tesafilm einfach da gelassen, wo es war, nämlich hier an der rechten Nadel, und habe nur meine beiden Greifer auf den Rollsaum eingestellt. Das heißt, ich habe dieses Perlenband eingestellt mit einem extrem lockeren rechten Nadelfaden, und das sieht man natürlich auch hier unten, weil wir hier eben wie so eine Art Zickzack haben. Wenn du sowas machen möchtest und du möchtest, dass dein Perlenband tatsächlich komplett so nach unten hängt, dann musst du auf deine Nadel ein bisschen Spannung geben. Fand ich gut, hat mir aber nicht genügend gefallen. Ich möchte mit dir jetzt hier ein Paillettenband als Abschluss an einen Jersey nähen, und zwar so, dass das Ganze gewellt ist. Das heißt, du setzt deine rechte Nadel ein, dann stellst du deine Maschine genauso ein, wie ich es jetzt hier habe. Allerdings habe ich auf der rechten Nadel keine Spannung. Mein Tesafilm klebt da noch und der Faden läuft da drüber. Deine Stichbreitenzunge ziehst du zurück. Wir wollen ja den Rollsaum machen. Und deine Einstellungen hier an der Seite sind Differential auf 0,7, damit es sich alles schön auseinanderzieht. Wir ziehen aber trotzdem noch an dem Jersey. Dann habe ich einen ganz langen Stich eingestellt. Spätestens da merkst du, dass wir gar nicht mehr in den Konventionen sind, weil wir nähen zwar einen Rollsaum mit zurückgezogener Stichbreitenzunge, haben aber trotzdem einen langen Stich, weil wir wollen uns ja unsere Paillette nicht zerstechen. Die fällt dann ab. Das Messer ist auf jeden Fall weggeschaltet, weil das würde sonst von unten gegen den Fuß hauen. Du kannst mit dem Perlen- und Paillettenfuß nicht nähen, wenn das Messer zugeschaltet ist. Und unsere Stichbreite ist auf Rollsaum eingestellt. Das Besondere an dem Perlen- und Paillettenfuß ist, dass der hier so eine Rinne hat, und durch diese Rinne kannst du alles Mögliche an Bändern durchlaufen lassen. Das heißt, unabhängig davon, ob du Paillettenband hast oder ob du Perlenband hast oder irgendein Satinband, alles, oder ein Schnürsenkel oder sonst irgendwas, du kannst alles durch dieses Band laufen lassen. Du setzt den Fuß an die Maschine, gibst dein Paillettenband durch den Durchlass durch und hebelst es unter den hinteren Teil des Fußes und legst es vorne in deine Rinne rein. Dann legst du deinen Stoff mit der rechten Seite nach oben und machst erstmal 1-2 vorsichtige Stiche. Du musst darauf achten, dass dein Stoff auf jeden Fall hier an der Seite mit dem Fuß abschließt. Der Plan der ersten 2-3 vorsichtigen Stiche ist, dass du deinen Stoff mit den Garnen erfassen möchtest. So, jetzt sind wir drinne. Jetzt ist der Stoff mit dem Perlenband verbunden. Jetzt nimmst du dein Perlenband hinten, und ich habe ja hier zwischen den beiden Fingern habe ich jetzt meinen Stoff, und durch die beiden Finger lasse ich das Paillettenband laufen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen näher ran und ziehe mir den Jersey so lang, leg ihn runter, und du musst hier von unten kommen. Wichtig ist, dass du deinen Stoff hinten rausnimmst. Du darfst nicht zerren, aber du musst ihn schon mit ein bisschen Zug entgegennehmen.
So ein Paillettenband hat ja immer zwei Seiten. Du legst es natürlich so, dass die rechte Seite nach oben guckt. Also so, dass man nicht diese Naht sieht. Könntest du aber natürlich auch, ist ja alles Geschmackssache. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, zeige ich dir noch schnell, wie du deine Maschine sauber hältst. Denn je besser du sie sauber hältst und je häufiger du sie ab und zu mal ölst, desto länger hast du Freude damit. Du machst deinen Abfallbehälter ab, öffnest die Maschine, dann schraubst du die Stichplatte ab und dabei ist wichtig, dass du wirklich nur diese Schraube abschraubst und nicht die kleine, die daneben ist. Du nimmst die gesamte Stichplatte runter und pinselst den Innenraum mit dem kleinen Pinsel aus, holst den ganzen Staub raus. Wenn der Staub weg ist, aber wirklich auch erst, wenn er weg ist, machst du einen kleinen Tropfen Öl auf diese Stelle des Obergreifers. Danach kannst du die Maschine schließen, den Abfallbehälter wieder dran setzen und direkt weiternehmen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast eine ganze Menge Neues gelernt. Nicht nur über deine Maschine, sondern vielleicht ja auch über das Nähen an sich. Auf der Facebook-Seite von Curlys zeige ich immer ganz gerne andere Techniken, neue Verarbeitungsweisen, andere Garne und irgendwie alles rund um Overlock und Covern. Auch auf der Homepage im Blog gibt es immer mal Neuigkeiten zu erfahren. Und wenn du immer ganz vorne mit dabei sein möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Newsletter abonnierst. Du findest die Dame mit der Zeitung vorne direkt auf der Startseite. Ebenso auf der Startseite findest du hier oben die Kategorie Freebies. Und unter den Freebies findest du nicht nur immer mal ein kostenloses Video, sondern auch dieses hier. Du kannst es dir für 0 Euro durch den Warenkorb direkt in deinen Account legen. Dein Video-Account findest du hier unter meinen Curlys. Deine Videos natürlich unter der Kategorie Videothek oder meine Videos. Und der Vorteil an den Videos, die hier liegen, ist, dass du von Kapitel zu Kapitel springen kannst und nicht immer das ganze Video durchscrollen musst, wenn du ein bestimmtes Thema brauchst. Du klickst einfach das Thema an und landest im Video genau da, was dich jetzt gerade interessiert. Nun bleibt mir nur noch Danke zu sagen, und zwar zweimal. Einmal an Stoff und Liebe, die uns netterweise für dieses Video mit Stoffen ausgestattet haben. Und ich persönlich sage auch Danke an die Firma Gritzner, dass sie das Vertrauen in mich hatten, dieses Video hier zu machen. Dir wünsche ich viel Spaß beim Nähen, gutes Gelingen und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Bis bald. Tschüss.